Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Wild West Dynasty, oder wie ich gern sage, Howdy. So. In der letzten Folge haben wir Jack aufgehoben. Der ist wohl verletzt und jetzt sollten wir ihn zum Haus bringen. Das haben wir gemacht und jetzt sollen wir... Ach ja, jetzt sieht man es ja unten. Bringe Abernathy, also hier unter mir. Bringe Abernathy in Sicherheit, lege Jack an einem sicheren Ort ab. Da ist er offensichtlich kein sicherer Ort, deswegen... Bringen wir ihn mal in das kleine, beschauliche Städtchen Hope. Ich schau mal zum Boden, dann ruckelt es vielleicht nicht so. Ja, aber dann lädt das danach nach. Also das ist auch... Gut. Oh, hier gibt es Pferde. Ich möchte ein Pferd kaufen. Bitte, bitte, bitte. Gibt es hier so eine Art... Hier gibt es Gans... Also Gänse. Hier gibt's was? Hier gibt's irgendwas at law. Hier, auf den Schreibtisch. Hallo? Ist denn hier keiner? Ich hab hier einen Verwundeten. Undertaker. Funeral. Ja, Bestatter. So schlimm ist es noch nicht. Hier, am Galgen ablegen. Hallo. Was heißt raus hier? Hat er gesagt raus hier? Hallo. Hey. Ja, Early Access, ne? Was ist denn hier los? Die Salontüren des Grauens. So, jetzt hat's doch funktioniert. Guten Tag. Ich habe hier einen Jack. Möchte jemand einen Jack? Sie, gute Dame, einen Jack gefälligst? Coal Mining. Ja. Jack sitzt jetzt auf der Treppe. So, ich hab dich wieder. Ich versuche mit dir die Treppe hochzulaufen. Aha, ein Balkon. Gut. Die Türen scheinen etwas wild zu sein. Wer kennt sie nicht? Early Access Türen. Die gehen ab. Wie Schmidts Katz. So. Können wir denn hier irgendwo rein? Nein, wir können nicht rein. Ich habe Jack in den Boden gelegt. Komm, Jack. Wir gehen hier wieder. Das ist zu komisch hier. Achtung, wilde Türen. Leute mit pinken Haaren. Lege Jack an einem sicheren Ort ab. Ich möchte gerne ein Pferd kaufen. Ich lege Jack auf das Pferd. Freunde, wo ist der sichere Ort? Kann ich schon irgendwas? Nein.
Journal. Jack in allen Gassen. Stelle eine Axt her, das ist was anderes. Lege Jack an einem sicheren Ort ab. Vielleicht, jetzt ist es markiert, vielleicht war das irgendwie nicht markiert oder so. Wo ist denn ein sicherer Ort für Jack? Es ist nichts auf der Karte markiert. Außer der Sheriff. Aber offensichtlich nicht der hier, oder? Entschuldigung. Nein, ich glaube, da ist nicht dieser Sheriff gemeint. War da nicht gerade Players Marker? Meter in diese Richtung. Also müssen wir den doch vielleicht geht's da noch nach links? Oh, Leute. Da war doch ein Sheriff's Office. Ich kann den doch nicht sonst wohin tragen. Oh Mann. Geht's denn da nochmal nach links? Man sieht halt auch auf der... Die Karte bringt halt auch gar nichts, ne? Die ist völlig für'n Gaul. Geht's hier nach links? Problem ist, ich kann halt auch nicht rennen. Ja. Also ich sehe hier auf der Karte keine Markierung außer dieses Sheriff-Symbol. Das auch näher kommt. Einen Moment. Oh, wir laufen so lange fröhlich weiter. So. Geht's denn hier irgendwie durch? Ich hätte wahrscheinlich an seinem Haus zurücklaufen sollen. Kann das sein? Ich dachte, wir bringen ihn in die nächste Stadt. Da ist auch ein Sheriffsgebäude, aber nein. Das ist das falsche Sheriffsgebäude. Ich möchte nicht zu diesem Sheriffsgebäude. Ich möchte zu einem anderen. Und das alles zu Fuß. Und das alles in Schrittgeschwindigkeit. Und hier sind überall Berge. Die einen nur im Kreis rumführen. Na toll. Ja. Aufheben. Komm her. Gut, du musst noch eine Weile durchhalten. Warum bin ich... Oh, weil ich durste. Ich bin leicht angeschlagen wegen Durst. Halt hier, trinken. So, Feldflasche. Essen. Einmal die Feldflasche gegessen. Ist die jetzt leer? Tatsache. Also einmal trinken, dann Feldflasche leer. Joch,
guten Durst gehabt, ne? Hier sind Kisten. Kann ich die eigentlich, solange ich Check auf dem Arm habe, kann ich, glaube ich, gar nichts machen. Naja. Und sonst so. Ja, Doktors Haus. Nein, ist ihm nicht recht. Nein, nein, nein. Möchte nicht zum Doktor, möchte da zum Sheriff. Zu einem Sheriff ganz weit weg. Bestimmt waren die, die ihn überfallen haben, hier aus Hope. Hat er gerade gefragt, wie geht das? War es einen Mann tragen? Ja, ja. Soll ja Muskeln geben, habe ich gehört, ne? Hallo Katze. Na? Was machst du da? Rumchillen. Ach ja, Katze müsste man sein. Ich entferne mich. Players Marker. Moment. Ist das der Marker, wo ich bin? Ich schätze mal nicht, dass wir den Kerl durch die ganze Welt tragen sollen. Kann ich den vielleicht wieder wegmachen? Ja, danke. So, jetzt haben wir wieder gar keine Markierung. Lege Jack an einem sicheren Ort ab. Ich könnte vielleicht auch mal in die Steuerung schauen, wie man Jack denn dann ablegt. Wo ist denn ein sicherer Ort? Das ist schwierig. Pass mal auf. Player Movement. Player Actions. Call Mount. E und F. Bringt mir gar nichts. E, F, U, heißt Hood in the Hood. Oh ja, mit einem Brunnen, da können wir unser Wässerchen füllen. Ah, ich bin ihn losgeworden. Na, endlich. So. Kantinen füllen.
Nochmal trinken. So. Ach, jetzt haben wir ihn abgelegt. Okay. Und jetzt nochmal mit dem sprechen. Hier am Brunnen abgelegt. Ist ein sicherer Ort. Ah, so viel besser. Danke, Fremder. Vielen Dank. Gesetzlos angehört, damit er mich meine Mutter befallen. Denada, jetzt bist du dran. Hast du meine Mutter ermorden lassen? Spar den Atem, Dreckskerl. Warum hast du deinen Handlangern aufgetragen, meine Mutter zu ermorden? Hä, warum? Wie kam er da drauf? Hast du meine Mutter ermorden lassen? Was? Wer? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich kenne deine Mutter doch gar nicht. Ich bin nur ein Rancher. Warum kommst du mir mit sowas? Ich wollte nur deine Reaktion sehen. Keine Sorge, eigentlich habe ich dich gar nicht im Verdacht, vor allem nicht nach dem, was ich gerade gesehen habe. Was ist draußen passiert? Nur eine freundliche Erinnerung, meine Rinder vom Weideland fernzuhalten. Dass die Bürgermeister für sich beansprucht hat. Dass der Bürgermeister. Also vor allem, dass gut ist. Und manchmal weiß ich nicht. Was? Also von allem, das gut ist. Und manchmal weiß ich nicht mal, dass mein Vieh auf dem Land war. Bist du daran erinnert? Was? Bis ich daran erinnert werde, das war nicht mal das erste Mal, weißt du. Aber dieses Mal war ich nicht sicher, ob ich das überlebe. Okay. Das ist finster und ungehörig. Ich nehme an, der Sheriff wird dir nicht dem Bürgermeister beistehen. Du hast den Verstand verloren oder bist du blind? Nur dumm, beides. Das waren der Sheriff und seine Bande. Aaron North und sein verdammtes Pistolenrudel. Du meinst Deputies? Nein, nein, die Deputies haben mit der finsteren Arbeit ihres Bosses nicht direkt etwas zu tun. Manche glauben sogar noch an Recht und Gesetz oder sind einfach zu dumm. Um zu sehen, was hier vorgeht, er muss in der Gegend sein. Also, muss nur in der Gegend sein, wir waren auf dem Weg von Haupt angegriffen, ich überlebte die Bahn, blablabla. Das ist schrecklich, mein beinahe nichts zu tun, sicher ständig eigenen Schwierigkeiten hier. Ja, ich weiß, kein Problem, nur noch einen anderen Check hier geben soll. Dunklen Reiter, den Söldner? Nein, einen Trapper. Den man unmöglich findet. Oh, mein Herr, unmöglich, aber durchaus nicht unmöglich zu finden. Du musst dich nur von Wölfen fressen lassen. Sagt man. Lebendig. Was? Gut, das ist wahrscheinlich nur ein Gericht. Handfeste Hinweise habe ich leider dafür nicht. Nur hören, sagen und Bullshit. Wortwörtlich. Aber allerdings drückt sich das auf dem Markt in Texarkan rum. Hat er ständig schlechte Tage als wir. Redet mal mit ihm. Jack kennt er wahrscheinlich auch nicht, aber man sagt, scheinbar ein Revier zu schaffen. Danke wirklich, brauchst du hier draußen Hilfe. Moment, was ist der Bürgermeister? Ja, noch leben, okay, gut. Ja. Gehe nach Taxation. Warum immer gehe? Warum nicht reite? Ich schaue jetzt, ob wir ein Pferd kaufen können. Oder vielleicht klauen oder keine Ahnung. Hier ist ein Pferd. Ich will das Pferd haben. Hey du. Closed for renovation. Ja. Tatsächlich. Ich bin ein Geist. Ich bin ein Geist. Ich gehe durch Türen. Ja, ab. Ich will dieses Pferd haben. Los, verkauf mir das Pferd. Was ist mit dir? General Store. Vielleicht gibt's hier Pferde. Handeln. So. Was hat er denn? Ja. Aha. Hier auf Tschechisch. Interessant. Der hat 2000. Wir haben 60. Gut. Gewehrpatrone. Hülsen.
Ich schätze mal, wir kaufen lieber Munition. Flasche edler Gin. Flasche Gin. Bier. Redstone. Stock. Brett. Wir verkaufen den Bretter. Feldflasche kriegt er nicht. Wir haben zwei Trapper-Messer. Eins kriegst du. Wildfleisch. Verkaufen. Roh. Auch vergammelt. Kauft er trotzdem. Vergammeltes Fleisch kauft er. Kauft er auch. Ist auch vergammelt. Kauft er auch. Hier bei Konditionen sieht man es. Das hat noch ein bisschen, aber wir können es nicht wirklich braten. Weil wir noch kein Rezept dafür haben oder so, keine Ahnung. Kondition hier wird alles schlechter. Das müssen wir essen. Die Beeren haben alle null. Ja, muss ich mal schauen. Agaven. Obwohl, ich behalte mal ein bisschen was zur Arznei. So, 6 Stück. Seil behalte ich mal. Heiltrank behalte ich auch. Und das Ding. Goldwaschpfanne brauche ich erstmal nicht. Spitzhacke, Zelt. Aha, aha. Gewehrpatrone. Rohleder, keine Ahnung, was man damit anfangen soll. Verkaufen. Wir kaufen einfach alles. Wir haben dann unfassbar viel Geld. $21 kriegen wir schon. Holzstämme. Pilze. Achso, das waren die Agaven, die ich behalten wollte. Steinaxt. Ne, die brauchen wir noch. Okay. Verkaufen. Verkaufen. Habe ich schon. $82. Entschuldigung. Eieiei. Okay, der hat sonst gar nichts. Komischerweise. So, Hunger. Was ist mit denen? Kann ich die noch essen? Ja. Oh, nein, Vergiftung, Mist. Oha, Gesundheit geht voll zurück. Das sind die Agaven. Oh. Hupsi. Wir sind etwas gestorben. Gut. Esse keine vergammelten Dinge. Fallen lassen. Kuh. Brot auch. Komische Geräusche. Alle. Alle. Alle.
So, und die hier essen. Gut. Agave müsste man zur Medizin machen, quasi. So. Naja, gut. Wo sind wir gespawnt? An unserem Ding hier, oder was? Oh. Ein Keks? Ist das nicht das Anfangsding? Naja. So, ich würde sagen, wir machen erstmal Folgenpause. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder, wenn es wieder ist. Time to play hier bei Wild West Dynasty. Und bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.